Also Michael Paule ist mein Name und ich arbeite natürlich schon lange in dem Bereich und deswegen kommen jetzt ein paar Highlights aus der Forschungs- und Technologiepolitik. Ja, ich möchte mit meinem Referat ein bisschen drauf schauen. Forschungs- und Technologiepolitik beschäftigt sich in der letzten Zeit auch sehr stark mit der Energiefrage und was sind so die Aspekte und die Sichtweise, was kann Forschung so zur Energiezukunft beitragen? Da möchte ich einige Punkte aus den Diskussionen der letzten Monate präsentieren. Nun, was war so ein wichtiger Anlasspunkt, dass diese Energiefrage, die ja in Europa auch als die Great Challenge gesehen wird, auch in der Technologiepolitik stärker ernst genommen wird? Gerade dieser World Energy Outlook, der letztes Jahr herausgekommen ist, spricht davon, das Weltenergiesystem ist an einen Wendepunkt angelangt. Und es ist nichts weniger notwendig als eine Energierevolution. Und das war natürlich für die Internationale Energieagentur schon auch eine Aussage, mit denen man, also alle, die die Energieagentur schon länger beobachten, das war eine harte Ansage. Und das hat natürlich sehr stark auch dazu geführt, was bedeutet das so für die Energiezukunft und was bedeutet das auch für eine langfristig ausgerichtete Forschungs- und Technologiepolitik. Und das war auch der Grund, warum wir in Österreich einen Strategieprozess Energie 2050 gestartet haben, wo es darum ging, mit den verschiedenen Akteuren aus der Industrie, auch aus der Wissenschaft, so einmal zu überlegen, was bedeutet das so in den 30, 40, 50 Jahren, wie schaut die Energiesituation aus, welche Energiestrategien, welche Optionen gibt es und was lässt sich daraus ableiten für Schwerpunkte, die in Österreich vor sich gehen sollen. Nun, es war deutlich, dass sehr unterschiedliche Sichtweisen über die Energiezukunft waren, aber es gab auch einige Punkte, wo eine sehr starke Übereinstimmung war. Man war sich einig, dass hier sehr starke Veränderungen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vor sich gehen werden und dass man diese Veränderungen nur dann wirklich gut in den Griff kriegen kann, wenn hier konsistente Strategien verfolgt werden, auch in den verschiedenen Politikbereichen, die sich nicht widersprechen, sondern gut ineinandergreifen, Synergien haben. Es war völlig klar, dass die erneuerbaren Energien stark an Bedeutung gewinnen, aber dass es ohne einer sehr, sehr deutlichen Effizienzsteigerung nicht wirklich zu machen ist. Also die Effizienzrevolution ist sozusagen der Schlüssel für ein nachhaltiges Energiesystem. Und gerade wenn man sich die verschiedenen Bereiche der Energieangebote und der Energieverwendungen anschaut, dann wird immer wieder deutlich, dass dieses Energiesystem als verbindendes Element eine ganz wesentliche Rolle dabei spielt und ganz wesentlich dazu beitragen kann, dass diese Effizienzsteigerung nicht um ein paar Prozent, sondern wirklich um einen Faktor 10, Faktor 20 erreicht werden kann. Und das, was natürlich für uns als Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik das Relevante ist, es wird auch notwendig sein, völlig neue technologische Konzepte oder manche sprechen auch von Technologiesprüngen zu erreichen. Und diese Technologiesprünge, diese neuen Lösungen und Technologien brauchen natürlich auch eine massive Unterstützung durch Forschung und Entwicklung. Man spricht von der innovationsseitigen Umbau des Energiesystems. Nun, wie kann man diese verschiedenen Energietechnologien jetzt bewerten? Wann wären sie relevant? Welche Rolle spielen sie? Da gibt es sehr viele Diskussionen. Von der Art und Weise, wie man so etwas diskutieren kann, hat mir dieses Beispiel ganz gut gefallen, welches jetzt in der Europäischen Kommission im Zusammenhang mit dem SET-Plan, SET-Plan steht für strategische Energietechnologieplan, da diskutiert wurde. Und man sieht, die Größe des Kreises zeigt so in etwa, welches Potenzial kann diese Technologie für eine zukünftige Energieversorgung beitragen. Die horizontale Achse zeigt, wann wird denn das in etwa reif? Wann kann denn das wirklich relevant werden? Und die Achse nach oben zeigt, welchen Aufwand muss man machen? Welchen Aufwand muss man im Bereich der Forschung machen? Welchen Aufwand muss ich dann auch machen, um das in den Markt zu bekommen? Nun, wir sind sicher nicht mit
allen Punkten dieser Positionierung dieser Kreise einverstanden. Aber das grundsätzlich einmal in dieser Weise zu diskutieren, finde ich sehr wertvoll, weil man sieht, es gibt hier Sachen, die früher mit geringerem Aufwand zu realisieren sind, und es gibt Sachen, es gibt Themen, die wesentlich später, längerfristiger, risikoreicher sind. Und das führt mich so ein bisschen auch, welche Instrumente brauchen wir dann mit diesen unterschiedlichen Themen hier zurande zu kommen. Sie sehen eine Darstellung, wo wir hier die verschiedenen Zonen von unten nach oben, zuerst Grundlagenforschung, strategische Forschung, dann angewandte Forschung, dann geht es in den Bereich Erprobung, Demonstration hin bis zur Markteinführung. Und wenn man da anschaut, es gibt Technologien, die relativ absehbar in kurzer Zeit auch in Richtung Markt getrieben werden können. Man sieht hier, das sind die sogenannten Low-Hanging Fruits, die wir auch bald ernten können. Und gerade das ist auch im Zusammenhang mit diesen Zielsetzungen, 2020 Zielsetzungen bis 2020 zu erreichen. Da kann man sehr schön diskutieren, welche dieser Technologien können bis dahin schon einen maßgeblichen Beitrag machen. Aber, und das ist auch ganz wichtig, es gibt hier auch Antworten, die wesentlich längere Zeit brauchen, die auch viel mehr Risiko beinhalten. Und in diesen Bereichen muss ich natürlich wesentlich mehr Basis schaffen, zum Beispiel in Forschung, Grundlagenforschung, dann stärker auch langfristig gesicherte Forschung im Grundlagenbereich und dann wirklich in die angewandte Forschung zu kommen und in Richtung Marktüberleitung. Ein Beispiel, um das ein bisschen zu erläutern, ist dieser Faktor 8 Speicher. Viele sagen, wenn wir eine neue Generation von Wärmespeicher haben, der um einen Faktor 8 oder Faktor 10 effektiver ist, dann werden sehr viele solare und erneuerbare Systeme viel, viel wirtschaftlicher sein und haben wesentlich bessere Chancen. Um so einen Speicher zu entwickeln, muss ich aber einen Schritt zurückgehen, auch in Richtung Materialforschung, chemische Forschung, physikalische Forschung und darauf aufbauend dann einen vielleicht völlig neuen Typ eines wesentlich effizienteren Wärmespeichers erreichen zu können. Und das heißt natürlich, dass ich von den Finanzierungsinstrumenten in diesen verschiedenen Phasen auch überlegen muss, reichen die aus, um solche riskanten Technologien hervorzubringen oder muss ich hier Entwicklungen setzen. Also der Bereich der Grundlagenforschung wird da sicher noch anders aufgestellt werden müssen, als das heute vorhanden ist. Im Bereich der industriellen Forschung, der technologischen Entwicklung, glaube ich, sind wir schon ganz gut aufgestellt. Aber dann kommt auch der Bereich, wo es in Richtung Marktnähe geht, Pilot-, Demonstrationsanlagen und Verbreitung, Diffusion, wo doch immer wieder noch Probleme erkennen können. In dem Zusammenhang wird oft vom Tal des Todes gesprochen. Also gerade wenn hier Entwicklungen auch erfolgreich durch diese verschiedenen Phasen der Forschung und Entwicklung durchgebracht worden, hier vielleicht sogar eine erfolgreiche Pilotanlage errichtet wird, dann auch wirklich in den breiten Markt zu kommen, ist oft eine sehr schwierige Phase. Manche Ideen gehen in dem Tal des Todes verloren. Und da ist sehr wohl zu überlegen, ob man auf der einen Seite durch technologiepolitische Maßnahmen, auf der anderen Seite aber auch durch marktpolitische Maßnahmen, vielleicht kann man Nischenmärkte herstellen oder kann man sonst günstige Bedingungen schaffen, dass dieses Tal des Todes für innovative Technologien nicht zu gefährlich ist. Ein Punkt ist mir in dem Zusammenhang noch wichtig. Also gerade wenn man hier diese Energieforschungsausgaben anschaut, und da gibt es auch viele Diskussionen, welchen Stellenwert sollte das haben, sollten wir mehr Energieforschung machen oder weniger Energieforschung, aber da ist es immer auch ganz interessant, sich so einmal zu vergleichen im europäischen Umfeld, und man sieht, dass etwa so diese 30, 40 Millionen Euro, die Österreich im Jahr für Energieforschung ausgibt, da sind natürlich verschiedene Institutionen, Bund, Länder und so weiter beteiligt, dass das im Vergleich zu anderen Ländern gar nicht sehr aufregend ist. Ich habe hier Dänemark und Schweiz und auch Finnland eingeblendet, wobei das auf das Bruttonationalprodukt bezogen vergleichbar gemacht worden ist. Und da sieht man, dass zum Beispiel eine Schweiz
durchaus so in etwa dreimal so viel an Energieforschung ausgibt, hier auch sehr interessante Themen bearbeitet und insgesamt sehen wir ein deutliches Anwachsen dieser Energieforschungsaktivitäten und deswegen halte ich hier auch in Österreich es für sehr wichtig, dass man ein sehr klares Bekenntnis zur Energieforschung auch mit einer klaren Dotierung in dieser Richtung bestätigt. Dankeschön.